We mogen het dus nog wel. Oké. Alright. 1, 2, 1, 2, 3. Guten Abend miteinander, geschätzte Damen und Herren. Ich weiss nicht, ob ich Ihnen das jetzt schon zum zweiten Mal erzählen. Scheinbar haben wir ein Problem mit der Technik gehabt. Wir möchten uns also sehr herzlich entschuldigen. Aber jetzt haben wir gesehen, wir sind offenbar da, bei Ihnen zu Hause. Und wir hoffen, Sie sind bei uns. Und heute Abend ist die erste Folge und das erste Konzert von
Rellstab at the Sidetrack. Sidetrack, das kann man jetzt so verstehen, wie man es will. Je nachdem sind wir als Kulturschaffende ein bisschen aufs Nebengleis abgestellt im Moment. Oder, wir sind ganz einfach im Nebengleis, neben dem Bahnhof bei uns. Und da möchte ich die Gelegenheit schnell nutzen und Danke sagen. Nämlich erstens der Stadt Dietikon, die uns ermöglicht, dass wir hier da spielen dürfen, zusammen mit dem Kulturhaus Gleis 21. Und wir, das sind heute Abend der Pascal Amann an der Gitarre. Und der Pascal, der hat einen speziellen Grund, warum er so ein bisschen seitwärts da hockt, weil er wäre ja eigentlich von vorne auch ein schöner Mensch. Und wir sind tatsächlich neben dem Gleis und da haben wir ein bisschen elektrische Probleme. Sie hören es vielleicht auch, Züge fahren hin und wieder mal vorbei. Also fahren nicht direkt bei uns durch die Stube durch, aber quasi. Und der Pascal hockt so da, weil das die einzige Stellung ist, wo er kein Brummen auf der Gitarre hat. Zeig mal, wie das tönt. Richtig. Und das wollen wir vermeiden, weil das passt einfach nicht so schön zu unserer Musik. Er versucht das heute Abend so ein bisschen zu meistern. Und wenn er es mal vergisst, dann geben wir ihm einfach einen Gink über. Gut. Am Sousaphon in der Rhythmusgruppe, da kann ich gar nicht viel sagen, weil da ist alles schon gesagt, was muss gesagt sein. Am Sousaphon ein wunderbarer Bassist. Das ist sehr speziell in dieser Musik, ein Blasbass zu haben. Sonst kennt man die Musik eher mit dem Kontrabass. Heute Abend am Sousaphon der Albert Gabriel. Bravo. Ohne Brummen. Ohne Brummen. Jawohl. Wenn er brummt, dann ist er hässig. Ja. Genau. Und am Schlagzeug, wir haben einen eigentlich zuerst außerhalb vom Bild gehabt. Das hat natürlich seine Gründe. Er hat es aber gemerkt beim Soundcheck, dass er offenbar nicht auf dem Kamerabild ist und hat dann gefunden, das geht gar nicht. Jetzt auch da heute Abend und wir haben riesig den Plausch, dass er da ist, auch extra Krawatten angelegt und ich komme mir jetzt gerade ein bisschen dumm vor, weil ich bin der Einzige, der noch nicht mal ein Hemd hat. Am Schlagzeug der Martin Meier. Ja, der Applaus ist berauschend, Martin, du merkst es. Genau. Und wir haben noch jemanden, das geht natürlich nicht allein, dass wir das machen. Also ich könnte da nicht ständig hin und her seppeln. Wir haben hinter der Bühne Natascha versteckt. Die ist zuständig für die Technik heute Abend. Für die Störungen. Nicht für die Störungen. Die Störungen, das war jemand anders gewesen. Das ist halt das Thema, wenn man plötzlich nicht mehr live spielt, sondern so ein Livestream, das sind so die Tücken der Technik. Und wir machen aber trotzdem guten Mutes weiter mit dem I'm confessing that I love you. Ja, aber so etwas von. Thank you.
So, eine wunderschöne Nummer. I'm confessing that I love you. Und wir fahren weiter mit einem Stück, das ganz gut passt. Nämlich, haben Sie schon mal gesehen oder schon mal gehört? Haben Sie schon mal gehört, wie das tönt, wenn eine Gitarre den Zug imitiert? Wenn nicht, dann hören Sie es jetzt. Viel Vergnügen! Take the A-Train! So, der Zug ist im Abstellgleis. Take the A-Train. Da besondere Rolle der Pascal Amann an der Dampflokomotive Gitarre. Sie hören, wie sie tönt. Genau, ist ein Diesellok. Und der Martin Meyer am Schlagzeug. Und der Martin, der kommt jetzt gerade wieder zum Zug, weil wir haben ein Stück, eine traditionelle, eigentlich Dixieland-Nummer, ein bisschen umgearbeitet und haben aus einer Dixieland-Nummer
ganz kalten. ja, genau, da werden wir zensiert. Eine Bossa Nova oder eine Latin-Nummer gemacht. Und das bringen wir Ihnen jetzt zu Gehör. If I Had You. Thank you.
danke vielmals. Und wir machen den jetzt wirklich in Zukunft einfach nur noch als Latin-Nummer. So, die nächste Nummer, die wir werden spielen für sie, ist ganz offenbar eine Lieblingsnummer von der Diane Krall. Sie hat sie nahezu auf jeder Platte veröffentlicht. Es gibt, glaube ich, sage und schreibe zwei Platten von etwa insgesamt 14, meine ich, wo das Stück nicht drauf ist. Und der Titel ist von George Gershwin, It's Wonderful.
Wonderful, eine wunderschöne Nummer von George Gershwin. Ich hoffe, sie gefällt Ihnen genauso wie uns. So, nächste Nummer ist eine von diesen ganz wenigen Nummern, die es eigentlich geschafft hat, dass sie durch jede Jazz-Epoche gedreht worden ist. 1921 oder 1922 geschrieben, ist es eine Nummer, die sogar der Miles Davis gespielt hat. Und der Miles Davis nicht nur in seiner frühen Phase, sondern auch in der späten Phase, also auch noch in den 80er Jahren, sehr elektronisch dann. Und dennoch, man hat das Stück immer erkannt und es hat es durchgezogen. Und es wird heute noch sehr gerne gespielt von den traditionellen Dixie-Bands, von den Swing-Bands, von den Big-Bands, von den Mainstream-Bands. Wir spielen für sie vom Ray Henderson, der kennt kein Mensch. Das macht aber gar nichts, aber sein Stück kennt jeder. Bye, bye, Blackbird. Und jetzt müssen Sie schauen, was passiert. Ich muss noch schnell vorbereiten. Jawohl, ja. Heute hilft er übrigens, hä? Wow. Jawohl. Ja. Ich muss ein bisschen näher her, genau. So. Ja. A one, two, a one, two. Thank you.
Das ist Bye Bye Blackbird, eine Komposition von Ray Henderson, gespielt als Ballade. Habt ihr einen Wunsch? Ja, wir haben einen Rückblick gemacht. Jawohl. Genau. Wunderbar. Yes, ist gut. Wir spielen wieder etwas, das etwas schneller ist, nämlich den Titel. Ja, wir sind noch einigermaßen unentschlossen, wie schnell, und darum heißt er jetzt einfach undecided. Tempo des gehetzten Affen. <See. lacht> Gut, gehen wir. Thank you.
Eben wie im richtigen Leben. So, undecided, unentschieden. Ich kann Ihnen, nicht unentschieden, unentschlossen. Ich kann Ihnen aber auch sagen, es ist eben so, dass es in der Probe, die wir gemacht haben, ziemlich viel langsamer war. Genau. Jetzt spielen wir aber wieder ein langsameres, das wäre im Original noch langsamer. Wir spielen jetzt aber eigentlich schneller, als es ursprünglich ist, aber es ist trotzdem weniger schnell, als das jetzt war. Es ist wieder eins von diesen Stücken, wo der Titel länger ist als das Stück selber. I'm getting sentimental over you. Viel Vergnügen. Okay, genau das ist es. Du zischst es wieder, unglaublich. Also es ist immer noch die Elektrik, die da tut. Ja. Also, es ist so, der nächste Livestream, den wir machen, der wird am Morgen um 2 sein, weil da fahren da nicht so viel Zeug durch. Einfach zur Information. Gut. I'm getting sentimental over you mit einer hoffentlich störungsfreien Gitarre. Okay. Thank you.
I am getting sentimental over you, ist das gesehen. So, wir gehen zu einer Nummer, die vom Fats Waller komponiert worden ist. Fats Waller, das ist sehr ein typischer Name gewesen, also, und hat auch sehr gut gepasst für ihn. Also der Fats Waller war ein leidenschaftlicher Esser gewesen. Er hat also sehr gerne Durst gehabt auch. Und also der Fats hat von dem her zum Namen gepasst, weil er etwa gleich schwer war wie ich, aber nur halb so gross. Und ja, das ist tatsächlich, und das kann, ich sage dir im Fall, das kann verheerend werden, das kann also ein Rechtsunglück werden. Er hat tatsächlich den Eingang als Jazzmusiker erst sehr spät gefunden, leider erst nach seinem Tod. Zu Lebzeiten hat er nicht als Jazzmusiker gegolten oder Jazzkomponist, sondern einfach als sehr guten Entertainer. Er hat aber tatsächlich über 1000 Kompositionen hinterlassen, die heute teilweise in Jazz-Standards Eingang gefunden haben. Einer von denen spielen wir Ihnen jetzt, und es ist quasi ein Medley. Weil es ist eigentlich eine Co-Produktion von Fats Waller und dem Charlie Parker mit dem Titel Honeysuckle Rose. Wir hängen aber noch Scrapple from the Apple dran. Viel Vergnügen!
Honeysuckles Grapple from the Apple. Herzlichen Dank. Rose. Rose. Genau. Danke, Rose. Gut. Das nächste Stück, das wir spielen für sie, ist eine traditionelle Big Band Nummer und auch sehr gern gesehen bei den Gitarristen. Jetzt ist es allerdings so, ich habe tatsächlich, muss ich tatsächlich ehrlich sagen, mehr Ahnung von Piano als von Gitarre. Und für die Gitarre zu arrangieren, ist für mich ein bisschen tricky, weil ich treffe eigentlich nie die Lage der Gitarristen. Als ich das Arrangement mitgebracht habe, in die Probe, dann hat mich der Pascal ein bisschen schief angeschaut und hat gesagt, ist das eine Ukulele? Und dann habe ich müssen sagen, es sieht nicht so aus, vor allem hat es 6 Seiten und nicht 4. Und er wird Ihnen anhand vom Intro jetzt zeigen, wieso dass er gemeint hat, dass er für eine Ukulele geschrieben und ich null Ahnung habe von Gitarre. Wir spielen für sie Satin Doll.
Setting-Doll ist das gewesen. Und jetzt haben Sie vielleicht verstanden, warum das der Pascal gemeint hat, ich habe für eine Ukulele geschrieben. Obwohl, das war keine Beleidigung gewesen. Also, ich finde die Gitarre ein wunderschönes Instrument. Sie haben einfach zwei Seiten zu viel. Also, aber wunderbar. So, nächste Nummer. Tun wir auch ein bisschen umarbeiten. Wir machen das nämlich so ein bisschen als New Orleans Funk Nummer. Ist eigentlich so ein schöne Swing Nummer gewesen und ist unter anderem auch vom George Michael gesungen worden. Und zwar der Titel My Secret Love. Thank you.
Secret Love vom Sammy Fein. Der ist übrigens nicht verwandt mit dem Remo Fein, dem Pianist. Gut. Die nächste Nummer, die wir für sie werden spielen, ist eine von der ganz bekanntesten. Gleichzeitig übrigens, das ist noch viel wichtiger, die zweite letzte Nummer, die wir für sie spielen heute. Oh, oh, oh. Bei einem Live-Konzert ist es immer so, dass ich jetzt das letzte Stück sagen kann. Aber da wir nicht genau wissen, wie fest Freude dass sie an uns haben, dann sage ich ihnen gerade offen und ehrlich, es ist das zweite letzte. So, das ist ein Stück Perdido, ist auch eine sehr bekannte Big Band-Nummer. Eben nicht vom Duke Ellington, sondern vom Juan Tizol. Jawohl, und Juan Tizol, das ist ein rechter Exot gewesen in den Big Bands. Oder vor allem in der Big Band von Duke Ellington, weil sonst hat er, glaube ich, nicht gross in einer sonst gespielt. Der Juan Tizol, oder Juan Tizol, oder der Tizol, hat Posaune gespielt. Er hat aber nicht die standardmäßige Zugposaune gespielt, sondern er hat Ventilposaune gespielt. Und der Herr Tizol ist auch nicht sehr bekannt gewesen für seine Solos, die er gemacht hat. Er hat genau eins gemacht in den ganzen langen Jahren, wo er beim Duke Ellington gespielt hat. Nämlich Caravan hat er sich selber auf den Leib geschrieben mit Solo. Und das ist gerade mal das Einzige gewesen. Das, was wir jetzt werden spielen, hat kein Solo von Tizol. Es wäre auch nicht gut, weil wir haben keine Posaune da. Vor allem auch keine Ventilposaune. Wir spielen für sie trotzdem aus vollstem Lieb und wieder völlig umgewandelt als Latin-Nummer, glaube auch wieder irgend so etwas Ähnliches. Perdido, auf jeden Fall so, wie sie es noch nie gehört haben, sollten sie das Stück überhaupt kennen. Viel Vergnügen bei Perdido! Oh yeah, 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 yeah. Thank you.
danke vielmals für Perdido vom Juan Tisol, der heute Abend leider nicht persönlich da sein kann, weder er noch seine Instrumentengattung. So, bevor wir zum letzten Stück kommen, darf ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen, die Heim, die uns heute Abend zugeschaut haben. Ich weiss, dass es Leute von Geroldswil da hat, ich weiss, dass es Leute von München da hat, ich weiss, dass es Leute von New York da haben. Die schwänzen wahrscheinlich heute den Job, wenn sie da zuschauen. Wünschen aber herzliche Grüße, senden herzliche Grüße auf München und auf New York und überhaupt überall her, wo sie uns zuschauen. Wir haben riesig Spass gehabt, dass wir für sie haben dürfen Musik machen und hoffen, das hat ihnen ein bisschen gefallen. Das nächste Konzert, Rellstab at the Sidetrack Volume 2, wird sie mit dem Quartett Jazz Cube, da ist Albert Gabriel wieder dabei am Sousaphon, meine Wenigkeit an der Trompete, der Daniel Sernatinger am Saxophon und der Rudi Morgenthaler am Banjo und der Gitarre. Das wird ein traditioneller Dixieland sein und ich würde mich freuen, wenn Sie sich dort wieder zuschalten, das Billett kaufen. Und wir möchten uns verabschieden mit dem nächsten Stück. Es haben gespielt für Sie an der Gitarre der Pascal Amann. Yeah! Yeah! Am Sousaphon der Albert Gabriel. Yeah! Und am Schlagzeug der Martin Meyer. Yeah! Mein Name ist Philipp Rellstab, ich habe Trompete gespielt. Yeah! Danke vielmals. Und ich würde noch Danke sagen. Erstens mal danke der Stadt Dietikon, dass sie uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir heute Abend spielen können. Zusammen natürlich mit dem Kulturhaus am Gleis 21, wo übrigens umfunktioniert wird, jetzt gerade aktuell, weil wir ja das Restaurant nach wie vor nicht offen haben. Kommen Sie vorbei. Sie finden alle Details auf www.gleis21.ch. Das Gleis 21 wird nämlich umfunktioniert vorübergehend und als Brockenhaus und Vintage-Style, ja, Vintage, Brocken, das einfach alles, was nicht von heute ist, alles, was nicht von heute ist und was aussieht, wie wenn es aus der Zeit von Pascal kommt, ist dort zu finden. Kommen Sie vorbei und schauen Sie, wenn Sie Freude haben an solchen Sachen. Also ich habe heute zum Beispiel ein uraltes Telefon gesehen, wo ich gedacht habe, das müsste ich eigentlich haben. Aber wir haben dummerweise keinen Telefonanschluss mehr zu Hause, darum lohnt es sich nicht mehr. Wir verabschieden uns mit dem Stück Blue Monk vom Thelonious Monk. Und mir bleibt nichts weiter übrig, als Ihnen Adi zu sagen, einen schönen Rest von der Woche zu wünschen. Danke, dass Sie dabei gewesen sind. Auf Wiedersehen miteinander. Gute Nacht.
Herzlich willkommen.